Hallo zusammen. Ich dachte, ich mache heute mal einen kleinen Guilty Pleasure Stream. Vielleicht erinnert sich die eine oder andere Person, vor ungefähr 2,5 Jahren kam Terranil heraus und ich hatte da so eine kleine Kooperation zu. Hab damals eine Stunde gespielt und ja, jetzt sind es 70 oder über 70. Also manchmal schlägt sowas ein wie eine Bombe. Gut, für andere Leute sind 70 Stunden wahrscheinlich nicht viel, aber für mich, die eigentlich nicht so viel spielt, sind 70 Stunden in 2,5 Jahren schon viel. Das ist sowas, ich mag das ja, wenn man einfach mal so ein Level machen kann, wo man dann nicht so wie bei WoW, wo du dann erstmal direkt 20 Stunden irgendwie so eine Quest machst, sondern hier machst du mal so ein Level 20 Minuten beim Essen oder so nebenher, so ein bisschen gechillt. Ja, es hat meinen Carcassonne, ja. Ich hatte vorher quasi Carcassonne immer so ein Spiel gegen den PC gespielt, immer so ein bisschen abends beim Abendessen noch schnell hier eine Runde. Das wurde jetzt so ein bisschen von Terranil abgelöst. Ich habe damals als kompletter Noob in dieses Spiel reingeguckt. Es hat sich jetzt innerhalb dieser 2,5 Jahre sehr viel weiterentwickelt. Es gab verschiedene Patches, es gab auch eine Erweiterung, es wurden neue Missionen freigeschaltet. Ich habe natürlich sämtliche Achievements, die man in diesem Spiel haben kann, achieved. Ich hatte letztens noch mal nachgeguckt, was mir fehlt, und dann fehlte mir noch starre 60 Sekunden auf den Outro-Screen. Habe ich da natürlich gemacht, um das Achievement zu kriegen. Und solche Sachen habe ich gedacht, so, das muss ich jetzt auch noch machen. Und genau, ich wollte euch jetzt heute das einfach mal zeigen und ich habe natürlich auch Lust, das wieder zu spielen, wie jetzt der Zwischenstand ist. Und da könnt ihr ja nochmal reingucken in das Spiel vor 2,5 Jahren, wie ich das wie ein komplettes Opfer gespielt habe und wie ich das heutzutage direkt weiß, wo alles hinkommt. Und ich spiele natürlich auf absoluten Expertenlevel. Guckt euch das mal an. Shelty ist auch schon seit 63 Monaten mit dabei. Denn hier in den Computer-Optionen. In diesen Videogame-Optionen kann man bei Gameplay natürlich die Voreinstellung, die Schwierigkeit hier aussuchen. Und dann hast du entweder Mönch, Gärtner, Ökologe, Umweltingenieur oder Benutzer definiert. Ja, bei Mönch ist halt komplett gechillt und ich bin halt mittlerweile Umweltingenieur. Und da kann man dann hier verschiedene Sachen einstellen. Theoretisch kann man bei Benutzer definiert dann auch noch irgendwie quasi diesen Schwierigkeitsgraden kannst du aber trotzdem noch irgendwie Recycling, wenn Ressourcen ausgehen, anstellen oder solche Sachen. Also man kann es am schwierigsten machen mit gewissen Perks dann auch noch. Oder wenn du irgendwie feststeckst und denkst, verflixt, ich bin doch kein Umweltingenieur, dann kannst du noch mal schnell ein bisschen umstellen. Also wenn man es einmal eingestellt hat, ist nicht so, als könnte man nie mehr zurückgehen oder irgendwas doch noch umstellen. Genau, und ich zeige euch mal die Weltkarte, weil die sieht jetzt. Ich habe das auch schon ein paar Mal alle Level durchgespielt, von daher ist mir das jetzt egal, wenn da irgendwas gelöscht wird. Diese Welt hier sieht auch noch ein bisschen anders aus, glaube ich, als am Anfang. Am Anfang hatten sie teilweise so einzelne Kontinente, also das hier war so ein großer. Und dadurch, dass da neue Level-Mission oder Missionen dazugekommen sind, wurden jetzt hier nochmal unterteilt quasi. Und wenn man, das habe ich mir natürlich, also ich muss natürlich 100% haben. Wenn da eine 99 steht, dann muss ich das Level nochmal von ganz neu machen, weil das geht nicht. Also wenn schon Umweltingenieur, dann aber 100% Umweltingenieur. So, ich habe das hier schon mal alles freigespielt, damit ich euch quasi auch die Level zeigen kann, wo man erst später im Spiel hinkommt, weil ansonsten hängst du immer hier vorne fest für den Stream. Und wie gesagt, mit dem letzten Patch kamen auch neue Missionen dazu. Von daher zeige ich euch vielleicht einfach mal diese neuen Missionen, die ganz am Anfang nicht dabei waren. Und ja, Super Mario. Bei Super Mario habe ich einen Speedrun gemacht. Da habe ich ja möglichst schnell das Spiel durchgespielt. Ich glaube, irgendwie 1,5 Stunden oder 1 Stunde oder was habe ich gebraucht. Und hier geht es echt darum, hier muss alles, jede optionale Ziel muss erreicht sein in der Mission und am besten auch alle Tiere zufriedengestellt. Das muss man eigentlich nicht, um das Level zu schaffen, aber das habe ich mir nochmal als extra Schwierigkeit dazu,
ausgedacht, dass ich das eigentlich auch immer machen will, dass da am Ende alles perfekt ist. Genau, worum geht's in dem Spiel? Vielleicht auch mal interessant zu sagen. Man ist hier, wie der eine oder andere vielleicht erkannt hat, ist es nicht die Erde. Das wird euch jetzt überraschen. Sondern wir sind hier auf einem fiktionalen Planeten, der komplett verwüstet wurde. Aus irgendeinem Grund ist der verbrannte Erde überall. Das Weiße da oben ist nicht Italien, ja, das stimmt. Theoretisch, ich sag mal so, falls die Entwickler gucken könnten, hier ist noch viel, viel Platz für weitere Missionen. Würde ich nur mal sagen. Da könnten ja noch weitere Inseln hier entstehen auf der Rückseite des Planeten. Man fliegt halt mit dem Raumschiff, das sind wir, fliegen wir von einer Ecke zur nächsten. Und ich habe das jetzt hier quasi schon alles gemacht. Also am Anfang sind die ganzen Inseln verbrannt und braun und hässlich. In diesem Screen hier, jetzt, wenn ich quasi das Level neu starte, werden sie auch wieder hässlich sein. Man muss es eben alles aufforsten und die Tiere da wieder ansiedeln. Teilweise, je nachdem, bei diesen Leveln hier ist auch noch Radioaktivität ein Thema. Das muss man auch noch bekämpfen. Verschiedene Biome bereitstellen, Temperaturen anpassen. Also, dass quasi am Ende da wieder eine super schöne Landschaft rauskommt. Alles perfekt. Und dann fliegt man weg mit dem Raumschiff zur nächsten Region. Wenn alles fertig ist, dann startet man eine Rakete. Und die sieht man dann auch, da fliegt sie hier von dann und man hat quasi alles gemacht. Es ist, könnte man sagen, das Gegenteil von Factorio. Oder einen komplett verwüsteten. Oder vielleicht, man könnte sagen, es ist der Nachfolger von Factorio. Wo wir dann zu dem verwüsteten, komplett verwüsteten Kackplaneten hinfliegen und den mal wieder schön machen müssen. Nachdem da sämtliche Rohstoffe rausgenommen wurden und Fabriken gebaut und alles niedergerissen wurde, machen wir das jetzt wieder schön. Und fliegen dann davon. So. Ich glaube, irgendjemand hatte auch noch eben geschrieben, das gibt es auch als Netflix-Game oder was, für dass man das auch am Tablet und sowas alles spielt, glaube ich. Hat Saurus das geschrieben? Weiß ich gerade nicht mehr. Kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch am Tablet funktioniert, aber ich bin natürlich Team PC. Wenn man Netflix hat, hat man das Spiel. Ach so, okay. Ja, könnt ja reingucken, wenn ihr wollt, falls ihr Netflix habt. Ich habe wiederum nur das Spiel und nicht Netflix. So, ich hatte mir hier auch aufgeschrieben, welche Level dazugekommen waren, was ich euch zeigen will. Denn das letzte Mal, also das ist so der Anfangsbereich, gibt es so verschiedene optionale Ziele, die dann auch noch Extrapunkte geben. Und so in diesem Anfangsbereich kannst du diese Ziele schon erreichen, indem du einfach nur die Luftfeuchtigkeit erhöhst oder nur auf die Luftfeuchtigkeit guckst. Und in den anderen Bereichen kommen dann auch noch so Sachen dazu, wie die generelle Temperatur zum Beispiel oder Radioaktivität. Wenn man sagt, die Strahlung muss unter dem Bereich sein und die Temperatur muss mindestens so hoch und die Luftfeuchtigkeit so und so. Und dann kriegst du diese extra Punkte. Das ist hier noch am einfachsten, wenn es nur um eins geht. Gibt es auch Gegner? Nee. Tja, deine Ressourcen. Also wenn dir die Ressourcen ausgehen, wenn du da irgendwie blöd baust oder die nicht zufriedenstellst oder so, dann hast du halt verloren. Also die Ressourcen sind dein Gegner, kann man sagen. So. Und wie gesagt, wir haben hier so verschiedene Welten, so das ist diese Anfangswelt, das ist so ein bisschen gemäßigte Zone, kann man sagen. Hier gibt es so ein bisschen Regenwald, Inseln. Das hier ist so ein bisschen verschneit alles. Und das hier sind verlassene Städte mit teils radioaktiven Gebieten, die man dann auch noch bereinigen muss. Ja. Und ich würde sagen, dadurch, dass wir ganz am Anfang, als ich da früher reingeguckt habe, hier unten war, würde ich euch mal eine von diesen neuen Inseln zeigen. Das ist die, diese hier.
Hier sieht man auch immer, welche Biome wir hier haben. Also wir haben Tropenwald, See, Vegetation und Bambus. Und dann hast du bei jeder Mission so 6 verschiedene Tierarten, die sich in verschiedene Gruppen, also dann gibt es zum Beispiel 3-mal den Frosch und 3 Flamingo-Populationen. Und immer eine davon muss zufrieden sein, dann hat man hier quasi 6 von 6 erfüllt. Und ich habe mir dann nochmal diesen extra Wert gesetzt, dass am besten auch 3 von 3 zufrieden sein müssen, was manchmal schwierig ist. Und diese Klimaschwellenwerte, das sind die optionalen Ziele, die man auch noch dazu machen kann. Ich zeige euch das einfach mal. Los geht's. So, jetzt sehen wir am Anfang wieder die verwüstete Karte. Die wird immer neu generiert, also obwohl die Missionen so grundlegend gleich sind, sieht es immer ein bisschen anders aus, aber jetzt auch nicht so viel, dass es eine riesige Rolle spielen würde. Hier oben haben wir unsere Ressourcen. Das ist quasi, um die nächste Stufe zu erreichen. Wir haben so insgesamt 3 Stufen. Erstmal muss man so ein bisschen dieses ganze braune Gedöns hier wegkriegen und so ein bisschen Grün reinkriegen. Dann müssen die Biome hergestellt werden, also Wald gepflanzt zum Beispiel. Und dann im dritten Schritt müssen die Tiere da rein. Tieferes Gameplay als gedacht, war das damals alles schon. Nee, da, also wie gesagt, vor allem mit dem letzten Patch kam da noch einiges hinzu und hat sich viel verändert. Vita Nova heißt dieser letzte Patch, der kam vor einem halben Jahr ungefähr oder irgendwann im Sommer. Da kamen dann auch neue Gerätschaften hinzu und so. Und hier seht ihr so ein bisschen hier oben Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Und wenn man das hier ausklappt, dann sieht man diese optionalen Ziele, die ich natürlich auch alle erreichen will. Hier seht ihr immer, was für Punkte man bekommt, wenn man die erreicht. Und hier seht ihr, dass es jetzt zum Beispiel nicht nur wie am Anfang nur um die Luftfeuchtigkeit geht, sondern hier kommt jetzt auch noch die Temperatur hinzu. Also wir müssen hier zum Beispiel über 25 sein, über 75% Luftfeuchtigkeit, um das zu erreichen. Und bei anderen Sachen, da brauchst du dann unter 10 Grad. Und so musst du dir schon am Anfang überlegen, okay, das macht jetzt keinen Sinn. Oder es würde Sinn machen, das hier zuerst zu machen, weil das das Einzige ist, wo wir unter 10 Grad brauchen zum Beispiel. Dass man nicht sofort quasi die Luftfeuchtigkeit über 50% ballert, weil dann die Temperatur, meine ich, die Temperatur hochballert, weil dann kann man es nicht mehr erreichen. Ja. Wir haben hier verschiedene Gerätschaften, womit wir das Wetter beeinflussen können. Der Transpirator treibt die Luftfeuchtigkeit nach oben. Und der Verbrenner treibt die Temperatur nach oben. Da gibt es noch mehr Sachen. Manchmal kommen auch jetzt in der zweiten Stufe dann noch Sachen hinzu. Und das Ding ist zum Beispiel auch neu. Und ja, ich zeige euch das hier mal. So, wir müssen jetzt erstmal gucken. Also, diese hellbraunen Stellen, die müssen erst noch quasi gereinigt werden von diesem Kegelfilter. Und dieses dunklere, das ist schon fruchtbarer Boden. Da könnten wir quasi hier so einen Bewässerer, jetzt muss ich auch mal gucken, wie das alles heißt, Bewässerer draufsetzen und dann wird das begrünt. Und das gibt dann immer Pluspunkte, wenn da was begrünt wird. Ist natürlich die Frage, ob wir schon direkt los begrünen, würde ich mal sagen. Machen erstmal das, was wir schon hier haben. Alles, was Pluspunkte gibt, ist gut. Denn so ein Ding kostet eigentlich 65, wie heißt die Währung, Pflanzenpunkte. 65 Punkte. Und wenn man sieht, das ist plus 37, dann kostet das quasi nichts, sondern man gewinnt 37. Ich mache jetzt einfach mal ganz grob überall schon mal was hin. Denn das kostet mich ja eh nichts. Also wird es mich was kosten. So. Und auch wenn man eins setzt, geht die Luftfeuchtigkeit hier nach oben. Und wir wollen ja auf jeden Fall zuerst über 50%, während die Temperatur nach unten ist. Und es bietet sich auch an, dass man möglichst schnell diesen Punkt hier
anstrebt, denn sobald es regnet, löst sich dieser Boden, den wir noch nicht bearbeitet haben, zum Beispiel, automatisch in fruchtbaren Boden auf. Also da muss ich dann nicht nochmal alles mit Kegelfiltern machen, sondern es geht automatisch, wenn es anfängt zu regnen. Das wird allerdings schwierig erreichbar sein mit den 99% und 35 Grad. Da müssen wir, glaube ich, also es geht jetzt nicht so schnell. Müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir das schaffen. So. Treiben wir erstmal die Luftfeuchtigkeit nach oben hier mit den Dingern. Kann man theoretisch noch alle drehen und so, aber ich mache es erstmal so grob. Hauptsache, dass ich hier ein bisschen was grün hat. So. Wir werden nachher sowieso noch mit dem Kegelfilter hier überall was filtern. So, jetzt haben wir, glaube ich, hier schon mal die Hauptdinger begrünt. Jetzt seht ihr hier, also am Anfang braucht man wirklich einfach viel grüne Flächen. Jetzt sind wir bei 65, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch hier den Kegelfilter anschmeißen und der braucht Strom. Und den Strom auf dieser Karte generieren wir mit einer Geothermieanlage. Sonst gibt es auch Windkrafträder zum Beispiel, aber hier, wo Lava ein Thema ist, machen wir das so. Zack, Kegelfilter. Möglichst hier hinten das Ganze zu kriegen. Zack. Dann gehen wir noch in die Richtung. Das Ganze hier. Und ihr seht so ein bisschen, das wird so eingesaugt, dieser verstrahlte braune Boden oder was auch immer das ist. Und das ist jetzt auch quasi dasselbe wie dieser dunkle Boden hier. Also auch so fruchtbarer Boden, wo man, wenn man jetzt einen Bewässerer draufsetzt, dann grünes Gras bekommt. So, jetzt gucken wir mal, dass ich hier möglichst viel erwische. Da habe ich natürlich möglichst großen Nutzen aus dieser einen Anlage hier ziehen. Ja. Ich glaube, das geht erstmal. Dann kühle ich das mal noch alles. Kommt mal schon bald Richtung 100. Das kann man gegen die Lava machen. Da willst du ja erstmal nichts gegen machen, weil die generiert ja im Moment noch Strom. Das ist noch gut. Und später kann man die zum Beispiel hier mit diesen Transpirator, ne, ist gar nicht der, ne? Oder macht das doch? Moment. Doch, doch, der kühlt die ab, zum Beispiel. Hier seht ihr es mit den Steinen. Es gibt so mehrere Möglichkeiten, wie man diese Steine oder wie man Lava abkühlen kann, dass die dann zu Stein wird. So. Zack, 93. Dann machen wir, glaube ich, noch eine Ecke damit. Machen wir mal. Wo ist denn noch hier? Machen wir mal hier. Die Unebenheiten, ja, spielen auch eine Rolle. Es gibt manche Biome, die müssen an Klippen gebaut werden, zum Beispiel. Auch dieser Tropenwald. Das werdet ihr gleich sehen, da muss man solche Faden setzen, dass er dazwischen wächst. Und das ist auch nur an Klippen möglich. So. So, okay, also ihr seht's, wir haben 100 erreicht. Zack, jetzt kommen die Biome. So, und die haben auch wieder Sachen dazu bekommen. Was machen wir denn mal zuerst? Hier, das ist diese, ja, nicht Fahne, sondern Schattensegelsäule. Natürlich, wenn ich das alleine vor mich hinspiele, dann lese ich mir nicht durch, wie die ganzen Dinge heißen. Aber ihr seht, auf dieser Karte hier ist es recht einfach, die zu platzieren. Auf anderen Karten, wo wenige Klippen sind, ist ein bisschen tricky. Da muss man aufpassen, dass man die Klippen nicht schon zubaut, bevor man dann merkt, oh shit, jetzt habe ich keinen Platz mehr für den Wald.
den Wald machen wir mal. Es muss immer so in so Dreiecken gepflanzt sein. So. Machen wir mal hier so eine Nummer. Nachher für die Seevegetation muss auch hier unten ordentlich was hin. So, zack. Jetzt glaube ich erstmal über die gesamte Fläche hier. Und ihr seht immer, wenn das quasi ein guter Ort ist, das zu pflanzen, dann bekommt man auch wieder diese Pluspunkte. Also dann lohnt sich das, da das Ganze zu pflanzen. Zack. So. Ja, hätte ich jetzt noch weniger machen können, aber gleich brauche ich wahrscheinlich noch was für den Verbrenner. Deshalb mache ich schon mal diesen Kreis hier voll. Okay. So. Wir müssen nämlich im Endeffekt über 40 Grad einmal sein. Und für die Gewitter, was ja das ist, was man gerne möglichst schnell haben will, oder ich zumindest, über 35 Grad. Das würde ich jetzt mal angehen. Dafür brauchen wir diesen Verbrenner. Und den Verbrenner setzt man am besten irgendwo hin, wo schon Wald ist. Weil ihr seht, wenn der Wald in der Nähe ist, dann geht die Temperatur sehr viel weiter hoch, als wenn da jetzt, wenn ich jetzt hier auf der Wiese wäre. Ich mach's mal hier oben. Mal direkt plus 10 Grad. Und ihr seht, dann geht der Wald, wird der Wald aber natürlich verbrannt. Wir müssen gucken, dass es hier am Ende noch reicht. Ob ich denn hier meine. Ja, reicht immer noch. Jetzt sind wir bei 37. Jetzt muss die Luftfeuchtigkeit hoch. Dann müssen wir auf 99. Das ist jetzt natürlich, da werden wir die Lava brauchen. Und dafür brauche ich erstmal noch mehr Lava, denke ich. Das heißt, ich suche mir hier so einen Punkt. Also bei diesen rauchenden Dingern, da brechen die Spalten quasi aus. So, jetzt kommen hier schon die ersten Tiere. Ihr seht, die gesellen sich schon hier rein. Hier haben wir schon welche. Blütenblatt, die haben dann immer solche Namen. Ein paar Wildschweine hier unterwegs. Jetzt mache ich das mal hier noch ein bisschen breiter. Wir brauchen mehr Lava. So, das muss dahin, damit ich den Kegelfilter setzen kann, wo dann der Transpirator draufkommt. So. Eine dumme Stelle. Na gut. Hier ein bisschen weiter. Das ist doch dasselbe. Ja. Zack. Was gibt's mir? Ich habe nicht so viel gegeben wie gedacht. Wird Feuchtigkeit aus der Umgebung. Ich glaube, ich mache auf der anderen Seite mal noch einen. Das ist gar nicht der, der das mit den Steinen macht, oder? Bin ich jetzt doof. Berührung mit Lava. Ach so, ach nee. Naja, stopp. Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich bin Experte. Manchmal vergisst man ein bisschen, was man machen muss hier mit den Dingern. Man muss natürlich erstmal hier reinsetzen, dann... So, jetzt geht die Luftfeuchtigkeit nach oben. Das hier ist ein sogenannter Monorail-Knoten. Man kann quasi so eine
ja, wie so ein, ja, wie nennt man es, Transportnetz bauen aus diesen Dingern und damit dann auch später die ganzen Gebäude abbauen. Weil wir wollen natürlich am Ende kein Gebäude mehr da stehen haben. Und man kann auch mit diesen Dingern Gebäude versetzen, was auch oft gebraucht wird jetzt hier zum Beispiel. Und wir sehen, da um 7% ist es gestiegen. Dann machen wir hier mal noch einen Knoten hin. Und machen die ganze Nummer nochmal. Zack. 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 Hier setzen wir noch einen hin. Jetzt sind wir bei 86. Auf einem guten Weg zu 99. Nochmal einen. 93. Wolkenwälder geholt. So, jetzt haben wir alles geholt bis auf Gewitter. Jetzt werdet ihr gleich sehen, warum man das möglichst schnell haben will. Stelle ich schon mal auf schnell, wenn gleich die Fahrzeuge fahren, da will ich hier keine Langsamkeit haben, sondern es soll alles schnell gehen. Zack. 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 Oh, jetzt habe ich natürlich genau falsch gebaut, aber okay. Das ist hier so ein Felshopser, damit kann man so Felsen versetzen, weil die Felsen braucht man wiederum für diese Monorail-Knoten. Ja, genau, komm ich. Ach doch. Ach, da wäre ich jetzt doch dran gekommen. Na gut. So, 100%. Und die Gewitter beginnen. Ja, das habe ich auch gedacht. Finde schade, dass die Map so im Nix liegt. Ich mag das immer lieber, wenn jetzt quasi hier außenrum die Map sich entweder mitentwickeln würde, also dass es dann immer grüner wird, oder dass hier außen schon die perfekte Map wäre und in der Mitte wäre halt alles braun. Also so, jetzt seht ihr es, es regnet. Und jetzt muss ich dann nicht mehr alles einzeln mit diesen Kegelfiltern entbraunen, sondern das passiert durch den Regen. Deshalb will man möglichst schnell, dass die Gewitter beginnen. Denn das gibt natürlich auch Punkte. Das müsste ich sonst alles einzeln machen. Durch das Gewitter hat sie jetzt auch hier der ganze dieses Tal hier gefüllt. Wir haben da jetzt einen See, den wir wiederum brauchen für die Seevegetation. Denn wir werden jetzt ein Perkolotrium platzieren. Dass wir hier so einen kleine Seevegetation kriegen. Und dafür brauchen wir wiederum den Tropenwald, den wir da drinnen gepflanzt hatten. Weil ansonsten, wenn da keine Bäume in der Nähe sind, dann kann es das nicht machen. So, das haben wir. Ich habe noch nicht gewonnen, nee. Das ist erst Stufe 2, die wir jetzt gerade von der Mission hier haben. So. Und ihr seht, dadurch ist der Tropenwald durch diese Seevegetation wieder ein bisschen weggegangen. Den muss man noch mal kurz nachbessern. So, der ist wieder vollständig. Und jetzt fehlt noch Bambus. Der kann wiederum nur in Senken gebaut werden, ja. Das heißt hier unten. Hier. So, jetzt sind wir in der letzten Stufe. Jetzt geht es um die Tiere, die wir hier sehen. Und die bekommen alle so automatisierte Namen, wo auch immer die herkommen. Die heißen irgendwie Weide, Pappel und Seeblick und was weiß ich. Und wir haben hier auch wieder neue Sachen freigeschaltet bekommen. Beispielsweise solche Wildtierbrücken, die sind auch wichtig. Damit jetzt, wenn jetzt beispielsweise sich ein Panda hier unten ansiedelt, kommt er nicht die Stufen hier hoch. Ach, das sind ja auch schon welche.
Dann müsste man hier dann so eine Brücke hinbauen. Und dann kann sich dieses Gebiet, was ihr hier seht, also die nehmen dann automatisch so ein Revier ein. Und durch diese Wildtierbrücke könnte das, wenn er das jetzt brauchen würde, das braucht er nicht, weil das schon das perfekte Revier für ihn ist, könnte er das noch auf hier oben oder hier unten ausweiten. So, dann ganz wichtig natürlich das Luftschiff. Das brauchen wir ja, um später wegzukommen. Stellen wir einmal hier hin. Das hier. Es gibt verschiedene Arten in den Missionen, wie man am Ende jetzt die ganzen Gebäude wieder abbaut. In jeder Mission wird so eine Art geliefert. Das ist jetzt der Abbau durch Monorail-Knoten. Es gibt auch noch bei wasserreichen Maps werden die von so einem kleinen Schiffchen abgebaut. Oder manchmal gibt es auch so ein Fluggerät, was dann da rumfliegt und die Sachen holt. Das ist meine Lieblingsversion, weil das am einfachsten ist. Bei dem Monorail-Knoten hier muss man halt erstmal bauen. Wo fährt dieses Ding überall rum, um die Sachen abzubauen. Bei der Karte jetzt auch eigentlich ganz okay, weil hier viele Felsen sind. Bei einer Karte, wo wenig Felsen sind, musst du erstmal mit diesem Felshopser arbeiten und gucken, wie komme ich denn überhaupt überall hin. So. Wir müssen natürlich auch immer verbunden sein, also einen gewissen Abstand haben. Ansonsten kommt dieses Transportding nicht voran. Ich bin jetzt hier einmal im Kreis gegangen und will natürlich auch noch ein bisschen hier rein, damit ich an die Gebäude in der Mitte komme. Immer noch so einen Knoten nach hier unten. Der verbunden. So. Dann. Was auch noch wichtig ist, das Tierobservatorium ist sehr teuer, aber wir haben jetzt genug Geld gesammelt schon. Das brauche ich immer in die Nähe von dem Luftschiff. Ich erinnere mich an dein damaliges Let's Play. Da war das mit der Monorail ziemlich tricky. Ja, man braucht wirklich ein bisschen, um hier reinzukommen, aber mittlerweile geht's. So. Hier ist jetzt mittlerweile auch die ganze Lava. Manchmal passiert es auch automatisch so, wenn der Regen beginnt, dass dann die Lava quasi zu Stein wird. Wir müssen mal gucken, ob das mit der Temperatur hier kein Problem ist, aber ich glaube nicht, weil es gibt hier nichts, um die Temperatur zu senken. Da gibt es theoretisch auch noch Möglichkeiten, aber die werden hier nicht angeboten, also scheint das für die Tiere kein Problem zu sein, dass sie fast verbrennen. So, okay. Also, Biome sind alle hergestellt. Dann gucken wir hier auf 9 von 14. Da müssen mindestens mal 14 zufrieden sein, damit wir hier weg können. Und da gucke ich mal hier durch. Ich sammle oder sortiere nach Erzchen. Dann haben wir hier Tautropfen. Ist nicht zufrieden. Und da ist nämlich genau das Problem, was ich eben gesagt habe. Die haben sich jetzt hier in der Mitte angesiedelt, auf dieser mittleren Stufe, und kommen hier nicht weg. So, seht ihr? Jetzt habe ich dann eine Wildtierbrücke. Jetzt können die auch da hoch. Und direkt geht die Zufriedenheit schon ein bisschen hoch. Jetzt machen wir noch Brücke darunter. Da geht er jetzt nicht automatisch hin, offenbar. Das heißt, ich mache das dadurch, dass ich das Observatorium habe, kann ich das jetzt nutzen, umsiedeln. Oder hat es jetzt doch gemacht? Nee, ich mach's nochmal. Ich setze die mal hier unten hin, dann gehen die automatisch. Seht ihr, über die Brücken holen die sich so viel Revier, wie die das brauchen, weil diese Wildtierbrücken sind. Kann man auch über einen Fluss legen zum Beispiel. Klappt das wunderbar. Und wir wollen natürlich beides im grünen Bereich haben, damit diese Zufriedenheit ja auch in den grünen Bereich geht. Hallo, jetzt willkommen Gaius, dankeschön für den Raid. Ich zeige gerade so ein bisschen hier mein Guilty Pleasure Lieblingsspiel. Terra Nil, wo ich inzwischen 70 Stunden rein versenkt habe. Und da zeige ich gerade die neuen Level. So, hier ist jetzt so ein typisches Beispiel, wo es richtig kacke gewählt haben hier. Revier. Da kommt jetzt hier erstmal eine Brücke hin. Jetzt sind sie schon nach oben gegangen. So, dann passt das. Ach, Leute, ihr Armen. Mache ich mal noch eine Brücke hin. Bitte nicht da so rumzukriechen. So. Bei den Papageien haben wir das Phänomen, dass die ein Revier haben wollen, ohne irgendwelche Gebäude oder so drin. Das heißt, die werden sowieso erst ganz am Ende zufrieden sein, wenn wir alles abgebaut haben. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal,
mir die Pandas an. So, hier haben wir jetzt auch wieder die Nummer. Auch mal wieder Brücken hin. Die setze ich um. Okay, so passt es. Das mit dem Observatorium, mit diesem Umsiedeln, ist auch, glaube ich, mit dem letzten Patch hinzugekommen oder auf jeden Fall später. Denn da war am Anfang, wenn die automatisch irgendwo angesiedelt wurden und es hat nicht gepasst, dann hattest du halt einfach Pech. Und dann ist es super schwierig, die alle zufriedenzustellen, wenn du da nicht selber noch agieren kannst. So, wo sind die denn? Die Wildschweine sind hier auf der Insel. Das ist natürlich nicht so ideal. Die würde ich lieber mal hier zum Beispiel hinsetzen und vielleicht eine Brücke hier runter machen. So. Indigo. Dann haben wir hier einen Jaguar. Dem fehlt das Wasser, weil er nicht hier runterkommt. Ja. Hier machen wir auch mal ein paar Wildtierbrücken hin. Da machen wir noch eine. So. Atlas. So, das reicht ihm da unten, dieser Wasserzugang offenbar. Hier ist er unterwegs. Und Zypresse. Oh, Zypresse ist hier in der Mitte. Den tun wir mal dahin, wo auch die Wildschweine sind. Den Wildschweinebraucher. Okay, hat er sich das Revier gesucht? Perfekt. So. Flamingos, Frösche, alle zufrieden. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die Papageien. Wie gesagt, man müsste nicht wirklich jede einzelne Population zufriedenstellen, um weiterzukommen. Aber das ist so mein persönlicher Anspruch. Wir haben jetzt ja hier auch schon 15 von 14. Diese hier. Super Busch. Ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Wald hier reicht. Müssten wir mal gucken. Zypresse ist nicht glücklich, was? Doch, Zypresse ist jetzt nicht glücklich. Das dauert immer ein bisschen, bis das quasi gestiegen ist. So, jetzt würde ich sagen, bauen wir mal ab, die ganze Nummer. Das macht man mit diesen Recycling-Barken. Da gehen wir einmal hier runter. Man setzt jetzt quasi auf so einen Monorail-Knoten drauf. Ich mache das mal zuerst hier unten. Müssen wir gucken, dass wir hier alles rauskriegen. Ja, ich meine, so ein bisschen. Dann gibt es auch noch das hier, das Silo, das teilweise bei Orten, wo man schwierig drankommt, kann man das nochmal setzen. Ich glaube, hier setze ich nochmal einzeln. Und da. Zack. So, das heißt, der hat jetzt alle Gebäude hier von der Insel absorbiert. Und ich muss jetzt gleich nur noch das hier abbauen, dieses Silo. So, da gucken wir mal. Das hier. Und da würde ich immer die Geschwindigkeit hochstellen, damit die Fahrzeuge da schnell hinkommen. Wo sehen wir es denn? Da kommt es angesaust. Zack, baut es ab. Hier hinten haben wir auch noch was stehen. Um das zu kriegen, mache ich da auch noch mal ein Silo hin. So. Zack. Dadurch, dass ich einen Kreis gebaut habe, können diese Transportdinger ja von beiden Seiten fahren. Dann würde ich jetzt einfach mal hier weitermachen. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. So. Muss man eben gucken. So. Immer wenn irgendwo ein Gebäude verschwunden ist, dann entstehen wieder so braune Flecken. Aber beim nächsten Regenschub. Ach, ich glaube, das ist so eine Lavaspalte, die da raucht. Im nächsten Regenschub wird es weggehen. So, jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich hier. Wie komme ich denn an das hier dran? Ah, so. Zack. Zack. Dann direkt mal ein paar losschicken. So.
schon mal abbauen. So, wie sieht es denn jetzt hier bei denen aus? Ah, der Wald. Fehlt noch ein bisschen Wald. Ne, muss ich nochmal nachbessern. Wo fehlt euch denn hier noch was? So vielleicht. Oder setze ich die einfach nochmal um? Setze ich nochmal woanders hin? Ah ja. So, da stimmt's. Das war Vogelbeere, Zuckerbusch. Die setze ich einfach woanders hin. Komm. So, da stimmt's. Okay, so. Dann muss das hier weg. Ja, manchmal, also ich könnte jetzt da nachwalden, wo die jetzt hier gerade ihr Revier hatten. Oder die halt einfach umsiedeln. Dann passt es auch schon. Das weg, so. So, den hier unten. Zack. Zack. Hier sieht man immer, wie viel muss man noch abbauen. Ab 10 Teilen, die noch abgebaut werden müssen, dann wird es hier angezeigt mit Pfeilen. Oh, hier ganz unten. Haben wir was vergessen. Dann kommen wir da so hin. Kommen wir da schon dran? Nee, natürlich nicht. Dann muss der Felshopser wieder zum Einsatz kommen. Manchmal kommt man da nicht nah genug dran. Wieder. Es müssten auch so langsam mal diese, ja, ihr seht es, wird auch so langsam wieder zugewachsen. So. Was ist denn das hier schon wieder? Vogelbeere ist zumindest mal zufrieden, aber was ist mit den Lümmeln? Ne, das geht nicht. Zuckerbusch. Nur mal hier rüber. So, das reicht. Und Eclipse kommt hier hin. Das sollte auch gut passen. Ja. Jetzt warten wir gerade noch, bis die zufrieden sind. Grün. Kirsche. Euren Papageien hier die ganze Zeit. So, da haben wir alles voll. Hier ist alles erfüllt. Hier schon noch. Dann heben wir ab. So. 20 zufrieden, alles erfüllt und Abmarsch. Geschafft. Die Animationen, sowas alles haben sie auch neu gemacht. Zack, weiter geht's. Wenn man nicht alles zu 100% erfüllt hat, dann würde die Insel nicht ganz grün werden. Dann wären da immer noch so grüne Flecken. So, dann zeige ich euch jetzt mal was aus dem arktischen Bereich hier. Nämlich... Komm, nehmen wir mal das hier.
Ah, ne, warte mal, jetzt ist hier nichts. Ne, ich zeige euch das andere. Jetzt ist hier kein Schnee. Warte mal, Schnee zeigen. Die Leute wollen die Map mit den Pinguinen sehen. Ja. So, bei manchen muss man zum Beispiel erst abkühlen und dann fängt es an zu schneien. Und bei manchen ist schon Schnee da. So, wie hier zum Beispiel. Tiny Glade steht auch auf meiner Liste. So. Und hier gibt es jetzt einen Trick. Cheat. Nennt es, wie ihr wollt. So, hier seht es jetzt. Hier haben wir jetzt drei Sachen. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und auch Toxizität. Und dann gibt es im nächsten Schritt bei ganz komplexen Leveln dann auch noch Strahlung, was noch dazu kommt. Denn ihr seht es ja hier, es ist nirgendwo Stein. Und das ist jetzt natürlich blöd, denn man bräuchte ja Stein, um hier Turbinen drauf zu bauen. So, und jetzt kann man mit diesem Solarverstärker den Schnee schmelzen. Und den könnte ich jetzt überall Solarverstärker bauen, um da quasi den Schnee zu schmelzen, um dann Gras hier anzubauen und so. Aber wir machen das ein bisschen anders. Wir machen eine Gezeitenturbine hier hin. Jetzt muss ich hier jetzt zufällig was erwischen, wo jetzt Steine hoffentlich sind. Ah ja. So. Und das könnte man jetzt quasi ringsherum machen und dafür Geld ausgeben. Oder wir gucken, dass wir möglichst schnell dieses Ziel erreichen, dass der Schnee schmilzt. Weil dann können wir uns das hier alles sparen. Und dann schmilzt der von alleine und wir müssen das nicht überall so frei legen. Das heißt, wir wollen jetzt möglichst schnell über 0 Grad kommen, damit das alles schmilzt. Und das erreicht man, indem man hier erstmal begrünt und dann einen Verbrenner einsetzt. Ja, so. So. Nee, entfeuchter. Oh, da kommt man immer durcheinander, weil die zwei sind ähnlich. Ich will den Verbrenner haben. Plus 5 Grad. Zack. Dann kann man auch direkt auch nochmal den Entwässerer hier hinsetzen und dann nochmal ein paar Pünktchen holen. 9. Das ist nochmal der Verbrenner. 4. So. So, jetzt passt auf. Das ist nämlich jetzt hier ein kleiner Cheat. Jetzt sind wir bei minus 1 und jetzt einfach mache ich nochmal einen Verbrenner. Zack. Guckt euch das an. Jetzt haben wir uns die ganzen Schritte gespart, das alles zu enteisen, indem wir einfach uns das hier geholt haben, Schnee schmelzen. So. Und jetzt machen wir, wie wir es schon bei der anderen Map mal gesehen haben, erstmal hier alles grün, weil das hier ist ja quasi schon fruchtbarer Boden. Zack. Das kann man auch alles erstmal ganz grob machen. So. Ja, man kann es natürlich auch, bis es alles perfekt passt und so, aber muss man eigentlich nicht, um das jetzt hier gewinnen. So. Wollen wir erstmal ein bisschen begrünen und gucken, wie weit wir hier schon mit den Prozenten kommen. 89. Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen ran. Und so kann man natürlich auch sich erstmal Geld erarbeiten.
Dann machen wir, zack. Hier haben wir eine Wasserpumpe. Die setzt man am besten immer möglichst weit oben hin, weil wenn ich die jetzt quasi unten setze, dann kriege ich hier oben das Wasser nicht hin. Also möglichst weit oben. Zack. Stecken wir auch nochmal ein paar Pünktchen. Weil überall, wo das Wasser hinfließt, wird es auch grün. Und das machen wir doch auch nochmal. Zack. Zack. 92. Und hier haben wir jetzt quasi, der Entgifter macht dasselbe wie dieses, wie dieser Kegelfilter aus der letzten Map. Der sorgt hier für fruchtbaren Boden. Ich ziehe einfach mal zwei hin. Und seht ihr auch, wenn es Minuspunkte gibt, normal würde es 65 kosten, kostet es immer noch quasi jetzt nur 11 statt 65. Ich hatte Terranil vor dem Release bei einer Demo ausprobiert, da war es ganz cool, aber hat mich noch nicht vollends gecatcht, weil irgendwie viel gefehlt hat. Ja, also wie gesagt, da kam jetzt im Laufe dieser 2,5 Jahre kam da noch einiges dazu. Am Anfang konnte man es recht schnell durchspielen und wenn du zum Beispiel jetzt auch nur Ziele hast, wo es nur um die Luftfeuchtigkeit geht, ist halt auch so ein bisschen lame. Und so, wenn du schon drei verschiedene Sachen hast und das alles so zusammenhängt, dann musst du schon am Anfang ein bisschen gucken, was machst du da zuerst oder wie machst du das, in welcher Reihenfolge. Und wenn es einfach nur darum geht, Luftfeuchtigkeit 10, 20, 30%, dann musst du das ja nur hochbringen und sonst nix. So, warte mal. 97, dann machen wir uns mal hier mal noch eins hin. Dann haben wir es schon. So, jetzt haben wir Stufe 1 geschafft. So, jetzt haben wir hier wieder verschiedene Biome. Tangwald ist so ähnlich wie Seevegetation. Dann borealer Wald, dafür muss es erst brennen, weil wir brauchen dazu verbrannten Boden, damit es wachsen kann. Flechten wachsen auf dem Stein und Tundra. So, und jetzt haben wir hier so eine Sache. Das Tundra-Gebäude braucht sehr wenig Luftfeuchtigkeit. Jetzt ist die Frage, wir haben hier schon viel begrünt. Also der Schneefall würde quasi dasselbe machen wie auf der anderen Karte, das Gewitter. Also dann würde es nicht regnen, sondern schneien und diese braunen Gebiete würden sich auflösen. Aber dadurch, dass wir schon so viel Grün haben, wäre das jetzt nicht mein erstes Ziel, dass der es auf jeden Fall schneien muss. Ich würde eher hierauf gucken, weil das Problem ist hier, dass das, wie gesagt, eine niedrige Luftfeuchtigkeit braucht. Und wenn wir jetzt hier bei allen anderen Zielen Luftfeuchtigkeit auf 70% ballern, dann muss man das nachher erstmal wieder runterbringen. Und das kostet natürlich alles. Wir sind jetzt auch nicht super reich. Deshalb würde ich erstmal auf Tundra gehen. Und schon mal das mit niedriger Luftfeuchtigkeit abhaken. Denn auch um jetzt den Wald zu bauen, müssen wir auch einmal den Entfeuchter einsetzen, der auch wiederum die Luftfeuchtigkeit runterbringt. Und dann passt es ganz gut zusammen. Mal überlegen, wo wir den Wald hinmachen. Denn, das ist auch noch so ein Ding, es wird dann hier später Eulen geben. Und diese Eulen wollen ein Revier, was zum Teil Wald ist und zum Teil Tundra. Das heißt, wenn man jetzt schon, wenn man das zum ersten Mal spielt und weiß nicht, dass hier gleich noch Eulen kommen, macht jetzt hier irgendwie den ganzen Wald hin und hier die ganzen Tundra-Sachen, dann ist es quasi schon unmöglich, dass die Eulen jemals zufrieden sind, weil die das nicht, also die haben halt kein Revier, was über die halbe Karte geht. Und die Tundra ist in Hochlagen. Das heißt, wir müssen gucken, wenn hier auf den ganzen Hochfeldern Tundra ist, dass wir dann vielleicht hier in dem Bereich den Wald machen, damit die Eulen ihr Revier hier zum Beispiel so mischen können. Und wir müssen auch noch aufpassen, denn wir brauchen sehr, sehr viele von den Steinen, um nachher die Flechten zu kriegen. Und die Steine wiederum kann man nur an solchen Flüssen machen.
Ich würde sagen, das hier ist vielleicht mein Waldgebiet. Dann gehen wir hier ran mit einem Entfeuchter. Ja, der nimmt mir da nämlich dann das Wasser weg. Wir müssen eh, das geht 10% runter. Das wäre jetzt, wenn wir darauf bedacht wären, Luftfeuchtigkeit hochzukriegen, wäre das natürlich jetzt Gift. Jetzt können wir den Biodom bauen für die Tundra, weil wir die Luftfeuchtigkeit genügend gedrückt haben. Und dann gönnen wir uns jetzt mal noch einen schönen Wald dahin. Das hier ist so ein Solarverstärker, mit dem man Feuer erzeugen kann. Hier vielleicht auch noch bald. Und da muss dann natürlich ein Gebäude stehen, was verbrennt und hier sowas erzeugt, damit man darauf ein Arboretum bauen kann, was dann wiederum Wald erzeugt. So, jetzt warte ich, bis das Feuer weg ist und zack. Haben wir hier schon mal einen kleinen Wald und wie ich gesagt habe, für die Eulen mischen wir das hier schön. Kommt hier Tundra hin. Und dann gehe ich jetzt erstmal überall in die Hochlagen und mache überall in die Hochlagen Tundra. Dann können wir uns nämlich, hätte ich eigentlich auch eben machen können, man kann nämlich auch diesen Tundraboden anzünden, da muss ich dann nicht immer entfeuchten. Hier noch einfach mal ringsherum, damit alle Hochlagen abgedeckt sind. So, sehr viel Tundra. Und jetzt, hier habe ich ja zum Beispiel schon einen stehen. Mache ich doch einfach mal. Ach, das ist der untere Bereich hier. Ja, den brauche ich nicht unbedingt. So, jetzt sind hier Polarfüchse schon eingezogen. Da sollt ihr aber nicht hin, da kommt jetzt Wald hin. Alles abgebrannt ist. Ist auch teilweise ganz nützlich, weil diese Windanlagen, die können nur eine bestimmte Anzahl an Gebäuden versorgen. Und wenn man jetzt denkt, ah, shit, ich bräuchte eigentlich ein neues, dann kann man ein paar anzünden. Dann sind die weg. Das hat wieder Platz. Warum habe ich denn hier. Das ist nicht ideal, offenbar. So, und dann machen wir mal noch ein schönes Wäldchen dahin, würde ich sagen. Nutzen wir doch mal die Zeitenturbine, die ist etwas günstiger als die Turbine hier. So, von da nach da. Das wird auch wieder abgebrannt. Ich mich hier lieber nicht was hin. Gleich auch an den Wald rankommen. Ja, vielleicht da gleich noch so ein Spot mit Wald. Mal gucken. Zack. Ja, warum mag er das dann nicht so? Wundert mich. So, dann machen wir noch. Ja, vielleicht hier mal noch. Könnte ich auch da oben hinstellen, noch da unten brennen. Dann haben wir den Wald abgehakt. Den Tangwald. Dafür brauchen wir dieses hier, ein Algengewächshaus. Ein Bewässerer gebaut werden. Und wir brauchen wieder einen Monorail-Knoten. Das hier bauen wir hier drauf. Jetzt sind hier Flechten drauf. Und wir können mit dem Monorail-Knoten. Ach so, ich muss erst das Meer entgiften, dann geht es. Dafür brauche ich einen Schneefall. Machen wir den als nächstes. Okay, so. Kommt jetzt hier nochmal Wald hin. Ach, guck mal, so, das findet er schon besser. So.
Ja, ich glaube, ich mache den Schneefall als nächstes, damit wir das Meer entgiftet kriegen und den Tangwald da reinkriegen. Das heißt, wir müssen auf minus 5 Grad Luftfeuchtigkeit wieder hoch und auf unter 20% Toxizität. Das heißt, wir müssen auch schon mal manuell nochmal das Wasser entgiften. Hier zum Beispiel. 24. Haben wir denn nochmal eine gute Stelle? Das kriegen wir noch weg. Ah, ich baue mal noch lieber noch hier Turbine. Ach nee, shit, die kommt nicht ans Land dran. Kann ich das Land versorgen? Dann mache ich das mit der Turbine. Zack, 22. Und 21, 20, 20. Wir müssen drunter. Drunter. Dann kommt hier noch einer hin. So, dann haben wir die 19. Dann über 40% Luftfeuchtigkeit. Da können wir hier gut diesen Wolkenseher nehmen. Der gibt sehr viel, wenn da viel Wasser in der Nähe ist. Das heißt, ihr seht, hier ist plus 2% nur, plus 5%. Wenn es hier direkt ganz nah am Wasser ist, dann sind es 14. So. Und minus 5 Grad. Da nutzen wir wieder die Freuden des Monorail-Netzes. Ah ja, brauchen wir gar nicht. Hat direkt schon minus 5 gegeben. So, jetzt warten wir wieder, bis es anfängt zu schneien. Mal gucken, bis dahin können wir eigentlich das Monorail-Netz noch ein bisschen ausbauen. Denn das werden wir jetzt brauchen, um Geld zu sparen. Denn dieser Verkalker hier, der erzeugt Steinboden. Aber nur bei Gras. Ja, ihr seht, jetzt wird schon knapp hier mit dem Geld. Und deshalb werde ich immer denselben nehmen und den einfach versetzen. Da kostet er nämlich nur einmal versetzen, kostet 30 Pflanzenpunkte und den neu zu kaufen würde 100 kosten. Also das lohnt sich schon. Jetzt wird er wieder langsam hier. So, wo setzen wir den noch hin? Ich mache hier mal so. Bevor es schneit, machen wir mal so. Zack. Ja, dauert manchmal. Ach, minus 5. Oh, ich bin doof. Da brauche ich ja doch noch ein bisschen, damit es anfängt zu schneien. So, jetzt aber. Vorwärts mit unserem Verkalker. Oh, jetzt wird es ja langsam knapp. So, jetzt muss es wirklich schneien. Damit wir wieder Geld kriegen. Jetzt müssen wir kurz warten. Es waren auch zwischendurch mal Bugs drin. Also ich habe auch in dem Forum von den Entwicklern ein bisschen geschrieben, weil sie zwischendurch eine Mission hatten, die war einfach nicht mehr lösbar, weil da so ein Spot fehlte, wo man Bambus pflanzen kann. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn du 20 Minuten schon daran baust und irgendwie in Stufe 3 merkst, du kannst das Level überhaupt nicht beenden. Aber das kommt recht selten vor eigentlich.
Spielfehlerforum. Ja, jetzt könnte es aber so langsam mal schneien. Das ist als nächstes wahrscheinlich. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Schneeback, dass es nicht schneit. Das wäre fatal. Kann richtig nah ran. Ah doch, jetzt schneit's. So, ja, los geht's. Und ihr seht, je mehr von dieser toxischen Erde da wegkommt, desto mehr geht die Toxizität runter. Und so erhalten wir halt automatisch gleich die Aurora. Weil das unter 5 ist. Und zack. Und extra Punkte drauf. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass es schneit oder dass man den Regen anfangen lässt. So, jetzt guck mal, hier haben wir jetzt noch 3 Sachen offen. Über 15 Grad, über 5, bla bla bla. Wir müssen überall auf jeden Fall mit den Temperaturen hoch. Und noch mit der Luftfeuchtigkeit hoch. Ich würde jetzt, glaube ich, erstmal noch auf die Flechten ein bisschen gehen. Also Monorail hier weiterbauen. Dieses Ding versetzen. Ordentlich Flechten draufballern. So. Das ist ganz praktisch, statt dass hier Felsen erzeugt, kann man direkt mit der Monorail so weiterziehen. Jetzt schnappen wir uns hier so einen Bewässerer, der in der Nähe ist, und setzen da so ein Algending drauf. Und schwupp, haben wir da alles voller Flechten. Über Petis hier, die wollen das zum Beispiel, die brauchen Flechten in der Nähe, damit sie was essen können. Dann machen wir doch mal noch hier noch weiter. Zack. Das Spiel extrem schwer. Ich musste in den fortgeschrittenen Level immer unendlich Ressourcen einstellen, sonst habe ich das nicht geschafft. Kommt doch, also wenn du jetzt hier nicht mit der Monorail arbeiten würdest, dann hättest du ein Problem. Es sind manchmal so einzelne Sachen, die man auch erst merkt, wenn man irgendwie 10-mal das Level gespielt hat, dass man denkt, es kann doch nicht sein, dass man einfach nie Geld hat oder das nicht schafft. Und dann ist es manchmal einfach so ein, ach so, ich hätte nur einen von diesen bauen müssen und immer versetzen mit den Monorails anstatt. Also wenn ich die jetzt alle, hätte ich jetzt hier 10 Stück von denen gebaut, hätte ich jetzt auch wieder kein Geld mehr. Das sind manchmal so einzelne kleine Tricks, die man sich da überlegen muss. Wo gehe ich denn mal jetzt noch hin? Hier oben vielleicht noch. Also ich mache das jetzt hier recht schnell, weil ich das schon 1000-mal gespielt habe. Aber am Anfang kann es echt sein, dass du ein Level irgendwie 10-mal machen musst. So. So, da jetzt nochmal Flechten drauf ballern. Da brauchen wir erstmal noch so einen Bewässerer in der Nähe. Zack. So, und durch dieses Monorail-System können wir uns jetzt auch diese Algenhäuser nehmen, weil die brauchen wir ja,
um die ins Meer zu setzen für diesen Tangwald hier. So. Und dann nehmen wir uns noch das da. Das ist dahin. Da haben wir jetzt schon alles erfüllt. Und jetzt immer noch mehr Flechten. Das hier noch, 68%. Natürlich alles hier vollgeballert mit diesen. Ja, das hätte ich da vielleicht nicht hinmachen sollen. Muss ich hier nochmal wegbrennen. Komme ich da unten hin? Ja. Ich brauche ja Wiese, damit ich da Felsen hinmachen kann. Hier auch, glaube ich, noch mal. Dadurch, dass es gerade schneit, wird es automatisch zur Wiese. Dann muss ich da nicht noch einen Bewässerer bauen. Jetzt holen wir uns hier wieder das Ding. Blub, blub, blub. Brauchen wir noch ein paar Flechten. Und da hinten noch. So, gucken wir, reicht das schon? Wie gesagt, bei der Karte hier, da musst du echt84. Da müssen wir wahrscheinlich hier hinten noch hin. Oder hier. Ja, vielleicht hier. Hier auch die Tundra noch mal weg. Da bauen wir da mal einen eigenen hin. Bisschen warten. Okay, jetzt muss man manuell doch noch mal hier ran. Dann ist der Schnee weg. Strom. Ja, was ist hier das Problem? Warum will er das nicht? Achtundachtzig, meine Güte. Ja, dann gehen wir hier noch ran. Letzten Prozentchen. So.
So, reicht das jetzt hier? Ja. Schafft. So. Und dann mal wieder die Nummer hier. Zack. Sind wir hier schon gut vorangeschritten mit der Monorail. Und das ist auch noch da. Jetzt hier überall rankommen. So können wir da hinten hin. Ah, jetzt muss ich erstmal ein bisschen abbauen, um Punkte zu kriegen. Oh ja, yeah, stimmt, hier brauchen wir noch was. Wir müssen erstmal noch ein bisschen Temperatur hochballern. Verbrenner. Verbrenner, machen wir hier hin. Dahin. Jetzt kann ich die dank des Monorail-Netzes ganz schnell versetzen. Wir müssen auf über 15, dann müssen wir dann später wieder runter. Das gerade schneit, dann wächst es direkt wieder zu. Auch so ein kleiner Money-Cheat, wenn du das einfach machst, wenn es schneit. Weil du generierst ja immer Punkte. Dadurch, dass diese Felder aufgelöst werden, sind wahrscheinlich mehr als 30, also ist das jetzt kostet zu versetzen. So, jetzt haben wir es gleich. Und über, so, das haben wir Zugvögel, kehren zurück haben wir. Jetzt brauchen wir noch über 70% Luftfeuchtigkeit. Müssen wir auch schnell kriegen. Ja, exakt 70. So. Das haben wir alles. Dann müssen wir noch mal kurz mit der Temperatur wieder runter, weil das mögen die Polarfüchse nicht, wenn das so heiß ist. So, da entsteht dann noch Eis. Schön für die Pinguine. Jetzt mal, wie es hier aussieht. Oh, ja. Ja, also da brauchen wir wieder die Brücken. Dass das Füchschen da unterwegs sein kann. Und das Observatorium hin. Setzen wir die mal. Ach, ich setze einfach hier oben hin. Das habe ich den, glaube ich, ja. So, jetzt wird mit dem Geld mal wieder knapp. Ja, muss ich mal gucken hier, wie sieht es denn aus? Die brauchen es noch kälter. Also, glaube ich, doch nochmal hinfahren mit der Monorail. Und ein bisschen Eis zeugen. Der Ball weg, ne? So, aber gut viel Bären. Noch ein bisschen kälter. Das
Minusgrade sind, ist, glaube ich, perfekt für die. So. So. Ah, da haben wir einen. Perfekt. Iris ist auch auf dem Weg ins Grüne. Sonnenlicht. Ja. Da fehlt mir ein bisschen Schnee. War aber auch Geld gerade. Da müssen wir noch mal was abbauen. Oben an den Rand. So. Zack. Die Eisbären essen die Pinguine. Nebelstreif. So, hier haben wir jetzt die Situation mit den... Das ist doch eine Eule. Schneeeule, ja. Dass die nämlich nicht den Wald in der Nähe hat, ja, wie gesagt. Setzen wir die mal hier rüber. Nebelstreif. Jetzt nicht... Ach Gott, ich wusste es doch, diese blöden Eulen immer. Jetzt fehlt hier schon wieder Tundra-Zeug. Jetzt kommen wir da hin. Ja, ich hab's doch geahnt, das wird ein Problem mit den Eulen. Die Pinguine müssen eigentlich auch woanders hin. Haben wir noch mehr Eis für die Pinguine? So. Da können noch welche hin. Nämlich die hier, die unzufrieden sind. Kommen. So, Geld erstmal. Ich brauche ein bisschen Geld. Geld, Geld, Geld. Sehr viele gebaut. So. Okay. So. Nee, das war dumm. Da ist ein Kind da hinten. Wie sieht es jetzt aus? Drei sind noch nicht so ganz zufrieden. Ahorn. Ja, aber das ist wieder so eine Rückensituation. So, gelöst. Sonnenlicht. Die wollte ich ja umsiedeln nach hier. Ja, und Nebelstreif. Das ist jetzt mein Problemkind. Habe ich mir doch gedacht, dass die Eulen wieder zum Problem werden. So, da oben muss noch weg. Sind im Expertenlevel die Level mit Atomverseuchung auch noch schwieriger? Oh ja. Zack. 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 Zack.
Zack. Genau, da hat man alles. Jetzt wird es aber knapp. Nee, das können wir nicht machen. Da ist mein Tierobservatorium ja weg. Mache ich erstmal so. Jetzt langsam brenzlig hier mit der. Ja, gut. Das kriege ich wohl jetzt nicht mehr hin mit der einen Eule. Na! Tja. Fehlt mir noch irgendwas? Tja, die eine Eule muss wohl unglücklich bleiben. Fürchte ich. Also die Felsen noch bei ihr arbeiten. Ja, mir fehlt leider auch das Geld, um die noch mehrfach umzusiedeln. Sonst könnte man das nochmal probieren, aber... Schade. Okay, eine Eule ist nicht zufrieden, aber es reicht auf jeden Fall, um das Level natürlich zu beenden. Aber schöner wäre es, wenn wir die jetzt noch einmal hier rüber gesiedelt hätten. Aber kriegt man von den Ressourcen nicht mehr hin. Gut, aber ansonsten alles erreicht. Also wir werden auf jeden Fall 100% kriegen. Das wäre jetzt nur mein persönliches Ding. So, zack. Und dann zeige ich euch, glaube ich, noch... zeige ich euch noch ein Level mit Strahlung. Das müsste, glaube ich, auch... Ich hoffe, dass das das letzte Level war, also wo man am Ende mit der Rakete auch wegfliegt. Muss ich mal schauen. Das stimmt. Das müsste dieses hier sein. Überflutete Stadt. Machen wir mal. So, also das ist jetzt quasi der höchste Schwierigkeitslevel, weil hier kommt nachher noch Strahlung hinzu, wenn das hier auf Null sinkt. So. Also ich meine, das hier wäre der letzte Level dabei. Bin nicht sicher, aber wir spielen es jetzt einfach mal. Hier seht ihr es, jetzt haben wir hier viel mit Wasser zu tun. Das war ja vorher jetzt nicht das Hauptding. Und wir sind hier unterwegs mit unserem kleinen Bötchen. Und um erstmal an Geld zu kommen, bauen wir hier diese ganzen Wolkenkratzer ab. Hätte ich auch mit einem machen können da. Geschwindigkeit natürlich hochstellen, damit es schnell unterwegs ist, das Bötchen. So. Am Ende muss hier... Doch, das ist das letzte Level. Hier muss nämlich am Ende diese riesen Rakete hin. Und jetzt haben wir in solchen Wasserleveln haben wir hier solche Unterseebagger, um Erde hochzuschaufeln. Denn so können wir natürlich jetzt wenig machen. Und wir wollen am Ende in diesen Wolkenkratzern Bambus pflanzen. Also die braucht man, um Bambus pflanzen zu können. Das heißt, wenn ich jetzt die Erde... hier alles in der Mitte mache, um diese Wolkenkratzer wäre keine Erde, dann könnte man quasi auch nicht gewinnen, weil du dann kein Bambus pflanzen kannst oder kein großes Feld Bambus bekommst. Das heißt, ich muss jetzt hier in die Nähe und so ein bisschen gucken, dass man um diese Wolkenkratzer herum Land bekommt. So.
So. Und dann mache ich mal noch, ne, komme ich gar nicht weiter. Mache ich mir einen Monorail-Knoten, dann kann man das nämlich auch verschieben. Kann diesen Unterseebagger auch hier hinten nutzen. Zack. Und dann baue ich den wieder ab, denn das gibt auch wieder Punkte. Und die brauche ich jetzt nicht mehr. Also kann es dreimal einsetzen, diese Baggerei. Und kann dann in das Loch, was entstanden ist, dann zum Beispiel so eine Gezeitenturbine reinsetzen. Aber ich bagger jetzt noch ein bisschen. Hier. So. Und auch immer ein bisschen freilassen, dass man mit dem Bötchen noch überall hinkommt und abbauen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier quasi die Wege zubaue, dann kommt dieses Boot da nicht mehr durch. Kann man natürlich wieder aufsprengen, aber es kostet auch wieder extra. So, und dann mache ich mal da unten noch. Jetzt werdet ihr dann sehen, wenn das hier ziemlich weit gesunken ist, dann kommt ein Erdbeben. Und dann geht's hier ab. So. Und ich werde auch auf dieser Karte wieder sehr viel die Monorail-Knoten nutzen, weil die kann man auf diesen Gebäudedächern bauen und sich damit wieder viel sparen. Weil man dann zum Beispiel den Entgifter nicht 50.000 Mal neu bauen muss. So, jetzt mache ich erstmal hier mir so eine Turbine hin. Sondern nur einmal. Und den setzt man auch am besten immer dahin, wo viel Wasser ist, weil er kann das Wasser schon mal entgiften. So. Und es gibt schöne Pluspunkte, wenn da viel Wasser dabei ist. Und zählt auch mit hier oben in die Prozente mit rein. Muss allerdings, um den einzusetzen, immer diese Turbine in der Nähe haben. Das heißt, hier noch eine hin. Habe hier nichts, was Felsen erzeugt. Oh, ist ja nervig. Dann bringt ihm ja da nichts. Ja, doch. Einmal kann ich damit was machen. So, da hinten komme ich nicht so gut hin. Kann ich noch eine reinsetzen? Gönne ich mir mal noch einen. So. Den Bereich hier benutzen. So, da kostet er quasi nur 2 anstatt 65. Das ist ja schon eine gute Ersparnis. Hier gibt es auch noch Geld. So. Und auch die Bewässerer können wir dank Monorail nur einmal bauen. Ja, wenn ich ihn jetzt nicht komplett außer Reichweite gesetzt hätte, aber gut. So. Unten noch einen hin. Und den nehmen wir auch noch von da oben. Das bringt wieder die Luftfeuchtigkeit hoch. Und hier würde ich jetzt. Da kommt später noch mehr hinzu. Hier würde ich jetzt erstmal auf. Das muss unter 15 sein. Okay, wir können auf jeden Fall über 50% Luftfeuchtigkeit gehen. Machen wir das jetzt direkt schon mal? Ja, warum nicht? Wir haben auch hier wieder Monorail, die hilft.
14. Wenn hier noch viel Wasser ist, lohnt sich das natürlich. 19, das ist gut. Da gehen wir jetzt erstmal. Ja, können wir direkt mal über 70 gehen. Packen wir uns den hier wieder. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, den zu packen. So. Auch hier wäre es jetzt wieder fatal, wenn man die Einzel bauen würde und nicht das hier machen. Denn der kostet einer 100 Punkte und dann bist du natürlich auch wieder schnell pleite. Jetzt noch einmal. Versetzen kostet nur 30, wie gesagt. Jetzt muss ich hier. So. So, zack. Und dann gehen wir noch einmal auf 15 Grad hoch. Das machen wir auch auf die Art und Weise. Und können dann direkt auch wieder das hier hinsetzen, um wieder Geld zu kriegen. Ist vielleicht auch ein kleiner Cheat. Weiß ich nicht, ob das so gedacht ist von den Entwicklern. Also kannst du dir auch ein bisschen Geld ergaunern, indem du einfach immer verbrennst und wieder den Entwässerer draufsetzt. Bewässerer. Zack. Und noch ideal Extrapunkte kriegt man auch noch. So, das hätten wir geschafft. So. Da sind wir bei 50%. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was an Festland haben. Und dafür brauchen wir wieder einen Unterseebagger. Der kommt hier hin. Da hätte ich ja eh keinen Platz für so eine Turbine. Das wäre ja schön, dann noch eine zu haben. Zack. Zack. Ja, ihr seht, das ruckelt manchmal so ein bisschen. Und das heißt, wir kommen näher an dieses Erdbeben heran. Ich habe die Monorail immer nur am Ende benutzt zum Einsammeln. Ja, das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum du da immer pleite warst. Dann geht das nämlich überhaupt nicht. Jetzt komme ich da nicht mehr ran. Dann springe ich mich mal noch mal ein bisschen rein. So, das kommt wieder weg. Und dann kann ich da eine Turbine absetzen. So, und dann kommen wir nämlich auch wieder mit diesem Ding hier durch die Gegend. So. So. Zack. Mal hier vorne. So. Und hier. Das Ganze noch grün. Besserer. So. Und dieser Idealbonus ist halt auch immer noch gut. Jetzt noch extra Punkte obendrauf. So. 68 Jahre. Brauchen wir wirklich noch mehr Land? Da machen wir, glaube ich, mal noch. Vielleicht hier hinten. So. Weil, habe ich am Anfang gesagt, hier bei den Gebäuden muss man eh ein bisschen Gras drumherum haben. Ich mache jetzt hier auch den Weg mal zu. Um ihn dann doch wieder aufzusprengen. So, dass der wieder rankommt. So. Jetzt kommt der Turbine wieder rein. So. Monorail wieder. Komme ich da hin? Nee, natürlich nicht. Nervig. Müssen wir hier wieder ein extra Gebiet machen. So. Zack. Oh,
mal geradeaus. Ich weiter gebaut, na gut. Den hier. Und dahin. Wieder außer Reichweite. Na gut. 84. Immer noch mehr bauen. Hier kommen wir schön weit so. So. Hier mal noch einer hin. Der hier kommt 97, jetzt mach ich das. Die Nummer vielleicht so 98. Da, da haben wir's. So. Oh, hier knallt es gleich. 38. So, Lagune, Bambus, Sonnenblumen und Laubwald. Jetzt gehen wir erstmal auf Bambus. Das ist da, wie ich das eben gesagt habe. Brauchen wir da diese Spots. Ah, ihr seht, ist das verbuggt. Steht mit einem Frame hier nach oben und da kann ich es nicht dahinstellen. Das wäre nämlich jetzt genauso eine Situation, wenn man jetzt alle Spots bräuchte. Und das war das, was ich auch in dem Forum geschrieben habe. Dann kann ich halt hier jetzt nicht gewinnen. Und dann haben sie nochmal so einen extra Spot gemacht, dass hier jetzt nicht nur irgendwie zwei von diesen Wolkenkratzern sind, sondern ein paar mehr, sodass es nicht so schlimm ist, wenn da ein Bug ist. Seht ihr, ich muss jetzt nur zwei ausfüllen. Dann hat er den Bambus schon voll erfüllt. So. Lagune. Dafür brauchen wir so abgeschlossene Bereiche. Deshalb habe ich hier eben schon mal zugemacht, damit ich das hier als Lagune nehmen kann. Ansonsten müsste man jetzt hier extra nochmal zubauen. Und das hier kann ich auch nehmen. Das ist auch ein abgeschlossenes kleines Seenbereich. Das hier auch. Also ich könnte jetzt, wenn das zu groß ist, das hier in der Mitte zum Beispiel oder hier, könnte ich nicht nehmen. Also es muss schon sowas Kleines, Feines sein. So, das haben wir erfüllt. Dann Laubwald. Oh, jetzt, ja, da sind wir. Jetzt geht's ab. Also das muss so sein, das ist kein Fehler. Damit wir gleich die Sonnenblumen kriegen, müssen wir nämlich diese Strahlung bekämpfen und auch diesen strahlungsverstrahlten Dingern hier auf diesem Strahlungsmüll können dann die Sonnenblumen wachsen. Das heißt, den müssen wir jetzt erstmal wieder bekämpfen. Das macht man hier mit den Strahlenreinigern. Die muss man auch so ein bisschen vorsichtig setzen, dass man immer guckt, wie kommt man da am besten noch ran. Es ist schon wieder schwierig hier. Das ist so ein Stromposten, dass ich weiter Strom habe. Denn die müssen am Strom hängen. Dann setze ich da einen hin. Dann muss ich mich hier mit dem Strom weiter vorkämpfen. Ja. Zack. Da komme ich da jetzt noch hin. Ein Stück. Stromlage ist hier ein bisschen verzwickt. Ah, aber wir haben jetzt auch einen Mineralisator, der kann Felsen erzeugen. Das ist sehr praktisch. Denn da müssen wir hier ein bisschen vorgehen. Wow, hat er was gebracht. Ist hier Strom hin? Und von da nach da.
auf dieses Gebäude hier rauf. So, ich glaube, jetzt komme ich hoch hier. Auf das Gebäude, dann können wir das hier reinigen. Zack, dann kommen wir von da nach hier. Und das reinigen. Dann komme ich vielleicht mit dem Mineralisator mal hier ein bisschen vorwärts. So. Den kann man denn nur ins schöne Meer bauen, oder was ist das Problem, was der hier hat? Hm. Ja, die Ecke ist gerade ein bisschen schwierig. So. Aber wir können uns auch mal wieder ein bisschen Geld holen mit der Nummer hier. Wo ich schon mal hin. Ja. Dann gehen wir mal hier weiter vor. Da setze ich auch den ersten Reiniger. Zack. Dadurch komme ich mit dem Strom wieder weiter. Nehme ich hier hin. Den Reiniger setze ich davor. Also es muss immer erst gereinigt werden, damit ich da Strom hinsetzen kann. So. Zack. Das ist jetzt ein Spot frei. Wahrscheinlich auch wieder mit dem Ding hier bauen. So. Mit dem Strom hier weiter vorzukämpfen ist ein bisschen schwierig. So, so kriegen wir es. So, dann reinigen. Andere Seite reinigen. Hier kriegen wir, da kriegen wir noch einen hin. So, noch einmal Strom hinsetzen und wahrscheinlich auch wieder mit einem Mineralisator hier arbeiten. Da bin ich ja noch was. Ach, ist das wieder nervig. Ja, man muss gucken, ob das nachher reicht, aber ich habe die Befürchtung, wir müssen hier noch mehr ran. Aber gut. Erstmal großflächig das Zeug da weg. So, dann die Seite hier. Zack. Kann ich nur die Masten versetzen, was aber nicht viel bringt, weil das Versetzen kostet 30 Punkte und ein Mast so bauen kostet 15, also macht es keinen Sinn. Da gehen wir auch mit dem Mineralisator erstmal Felsen hin. Und da, so kommen wir vorwärts. So. Ganze Ecke. Cleared. Sehr gut. Da noch. So, wieder ein bisschen weiter vor. Da kommen wir noch dran. Hier ist weg. Ja. So. Okay. Hier will ich auch nochmal ein Stück vorgehen. Und hier kriegen wir alles. Eins noch. Da, aber ist nicht so schlimm. Okay. Hier kommt jetzt auch wieder nur einer hin. Okay. Ja. So. Okay. Regenfälle will ich natürlich auch möglichst schnell eigentlich haben, aber wir müssen dafür unter 30 Radioaktivitäten. Das dauert noch. Und über 25 Grad. Na gut, das könnte man vielleicht schon mal machen. Einmal Fackeln. So, und noch einmal, dann haben wir es schon.
das besser mal sofort wieder aus. So. Um das jetzt unter 30 zu kriegen, müssen wir hier ran. Wie kommen wir denn da mal ran? Hier können wir hin. Jetzt nützt das auch nichts, oder? Kann ich hier noch eine Turbine? Ach doch. Ah ja, das geht. Dann haben wir doch Strom. Zack. Na gut, sobald wir Strom haben, ist es ja kein Problem. Komme ich jetzt nicht hin. Toll. Muss ich doch ein bisschen was freisprengen. Und hier noch was bestellen. So. Jetzt kommen wir mit dem Strom hier wieder weiter. Das hier kann ich hin. So, bereinigt. Jetzt sind wir schon bei 54. Was ist das jetzt hier für eine Teufelei? Ein Stückchen kriegen wir irgendwie nicht so ganz. Muss ich noch eine Turbine etwa bauen? Jetzt wird es aber langsam eng hier. Mit dem Geld. Das ist schon eine Warnung. So. 42, ey, das darf doch nicht wahr sein. Unter 30. Gut, dann müssen wir hier oben da noch einen hinsetzen. 34. So, jetzt wird es langsam schön. Und. Warum kann ich da keinen hin? Oh, und da fehlt mir der Strom. Da habe ich auch keine Turbine hin. Das ist jetzt natürlich doof. Wo komme ich denn da hin? Den setze ich mal noch. So vielleicht. So. Ah, perfekt. So, wir sind direkt unter 30 gesprungen durch den Move. Dadurch fangen die Regenfälle an. Und wir kriegen immer ordentlich Geld rein. Tangwälder, dafür müssen wir nochmal krass mit der Temperatur runter. Das machen wir auch gerade noch. Regnet, geht auch sofort der Schnee sowieso wieder weg. Also nicht so schlimm. Ach so, es wird auch so regnen. Elf Grad. Ist noch unter 5. Damit haben wir alle Ziele erfüllt und können jetzt hier weitermachen. Bambus ist nämlich ein bisschen ausgegangen. Brauchen wir noch eine Nummer. Noch eine Nummer. Ach nee, das ging ja nicht. Das war ja verbuggt. Nee, stopp, 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 stopp. Wir machen erstmal. Das wäre jetzt fatal gewesen. Wir machen erstmal die Sonnenblumen. Aber wenn ich jetzt hier überall Bambus hinbaue, dann kann dann die Sonnenblumen nicht bauen. Und Sonnenblumen habe ich nur ganz wenige Spots. Okay, dann kann ich das Level nochmal komplett neu machen. Da habe ich nämlich nur 3 Spots. So, Sonnenblumen erfüllt und jetzt kann ich an den Bambus. So. Okay.
Eine Lagune. Haben wir ein bisschen. Temperatur ist wieder hoch. Bisschen verschnuselt. Hier auch aufpassen, dass man nicht die Sonnenblumen wegbrennt. So, jetzt kann man wieder Lagunen bauen. Ich muss so. Einen kleinen Teich dann noch und jetzt Laubwald. Zack, so und jetzt sind wir wirklich im Endgame. Denn jetzt seht ihr hier Raketensilo. Und wir bauen erstmal den Satelliten. Und bevor wir hier los können und quasi alles abschließen, müssen wir in der Rakete, aus welchem Grund auch immer, Saatgut aus allen Missionen, die wir gemacht haben, mitnehmen. Im Saatgut-Tresor. Also plötzlich in dieser Mission kommen da plötzlich Sachen hinzu, die man keiner anderen sonst machen muss. Achso, Kommunikationsmodul brauchen wir auch noch. So. Und das heißt, wir gucken jetzt erstmal nach dem Tier, dass da die Bedürfnisse alle erfüllt sind. Das hat man ja alles gemacht. Regnet wieder sehr gut. Smaragd ist nicht zufrieden. Das müsste da hinten auch sowieso eine Laubwald. Was macht es denn da? Wir machen erstmal hier unsere kleine Barke zu einer Flugdrohne. Dadurch kann die gleich, das ist meine Lieblingsart, wie man Sachen abbaut. Dann stellst du einfach überall diese Punkte hin, die die abfliegt. Und musst dann nicht mit der Monorail erstmal 50.000 Knoten bauen. So. Ja. Ich glaube, ich mal noch mal. Dann stellen wir uns hier noch ein Observatorium hin. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie wir machen. Dem fehlt nämlich die Bambus. Der muss man was. Keine Wiese. Ah ja, da geht's. Hat ein gutes Revier. Wir brauchen noch mehr Laubwald. Dafür brauche ich einen hiervon. Laubwald. Das passt gerade so. Vogelbeere, was ist mit dir los? Panda. Oh, es wird wahrscheinlich wieder ein Panda übrig bleiben, der unglücklich ist. Naja. Hier haben wir ja keine Tierbrücken, die wir setzen können. Das ist ein bisschen blöd. Nervig. Dann muss ich, glaube ich, hier nochmal einen Platz für Wildschweine bauen. Damit die da rein können. So, zack. Ja, Ringelblume. Ja, tut mir leid, hier ist leider nichts mehr frei für Bambus. Weil das hier backt. Wir hätten hier eigentlich noch Bambus gebraucht, aber das buggt, aber naja, wir können das Level damit abschließen, aber nicht mit 100% Zufriedenheit. Bisschen blöd, aber naja. So, Strudel, hier haben wir einen Seeotter. Den tun wir hier hin. Oh, der braucht immer auch noch, der braucht offenes Wasser. Hier tun wir dich hin. Zack. Ringelblume. Ja gut, die Pandas, die müssen wir jetzt mal ein bisschen außer Acht lassen.
Vielleicht setzen wir doch noch hier oben noch einmal einen Entgifter hin und machen dann Laubwald. Und da kommt auch noch ein Schweinchen hin. Das wird denen aber alles nicht reichen. Ja. Wenn mir eine Wildtierbrücke fehlt, die man bauen kann. Naja. Düne. Das war das, was ich gerade gesetzt hatte. Das Revier ist schon besetzt. Nee. So vielleicht. Ja, da, so kriegen wir sie noch zufrieden. Ja. Strudel ist zufrieden. Düne auf dem Weg dahin. Blume. Das wird auch da nichts. Da auch nichts. Da wahrscheinlich auch nichts. Nee. Gut, die kriegen wir nicht zufrieden. Humulus, Adler, zufrieden. Und Ringelblume kriegen wir auch nicht zufrieden. Da ist zu wenig Bambus. Na gut, das schaffen wir nicht. Dann geht es jetzt daran, das riesige Raketengerät zu bauen. So, hier brauche ich diese Marke. Stein platziert werden. So, jetzt fliegt er dahin, baut es ab und dann habe ich hier Platz für eine Raketensiedel. Bam. So, und jetzt muss man da 50.000 Sachen bauen, Triebwerke. Brauche ich wieder Geld. Geld ist jetzt kein Problem, weil ich kann ja hier alles abbauen. Und was dafür? Ihr seht es, also einen Stein findet man überall und dann kann man super einfach ganzes Zeug abbauen. Moonray-Knoten bauen zu müssen. So, wir bauen wir hier das ganze Ding gerade auf. Kommunikation zum B. Cryopods. Da ich das jetzt hier so gut bewirtschaftet habe, geht das auch recht schnell. Nächstes Kommunikationsmodul rein. Diese Haltung, die auch nicht schlecht, wenn man eine Rakete fliegt. Okay, das darf ich noch nicht abbauen, den baue ich noch. So, jetzt ist die Rakete quasi startklar. Jetzt müssen wir hier nochmal in den Tresor reingehen. Und jetzt müssen wir, das sind quasi alle Level, die gemacht wurden. Und die müssen jetzt abgeflogen werden, um das Saatgut zu finden. Also man muss da immer jetzt Laubwald finden. Dann brauchen wir hier Biomscan. Sonnenblumen. Efeu wollte ich gerade sagen. Bambus. Und ihr seht, hier rechts füllt sich das. So, da ein bisschen Labune absuchen. Bambus. Noch ein bisschen mehr davon. Nur wenig. Ah, da haben wir mal viel. Okay, damit haben wir das abgehakt. Dann gehen wir weiter in das Level Flusstal. Das sind so Blumenwiesen, die kann man auch zum Brennen bringen, um dann da Wald zu bauen.
Na ja, komm. So, das haben wir auch. Dann sind wir verlassen Insel. Da müssen wir auch noch Sandbänke bauen, damit da die Schildkröten tanzen können. So, Sand. Zack. Hammer. Und letztes Vulkangletscher. Da bauen wir natürlich auch die süßen Flechten. Habt ihr auch die eben gesehen. Bisschen Tundra. Das wird dann hier in den Hochlagen sein. Und fertig. So. Satellit zurückrufen. Jetzt gleich kann es losgehen. Wird es noch eine neue Folge Sagst du einfach geben dieses Jahr? Hoffe ich. Hoffentlich mit Florentin und Nils als Team. Also die zwei zusammen werden sich meinen Fragen stellen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn zwei Leute antworten. Wie viele Punkte dann zustande kommen. Ich würde das gerne erstmal quasi immer noch so ein Team spielt gegen meine Fragen, anstatt dass sie gegeneinander spielen, weil dann müsste ich das komplette Template nochmal umbauen. Und dann will ich erstmal das Template noch so lassen. Und das so aussieht. So, jetzt müssen wir noch recyceln. Fehlt noch ein bisschen was? Was fehlt das noch? So. Ja, Nils will sich stellen. Nils hat das so gedacht. Kam dann an. Ich habe ja letztens einen Roman von Dostojewski gelesen. Gut, habe ich gedacht. Na gut, wenn er schon so anfängt, dann ist er natürlich völlig gut geeignet. Du sagst doch einfach. Ja, jetzt mit seinen elitären Lektüren. Und so. Okay. Jetzt haben wir es gleich. 19.30 Uhr. Ja, seht ihr. Und dann spielt man mal ein bisschen und schwupps in 70 Stunden um. Dann sage ich euch aber. Das ist gefährlich in dem Spiel. So. Und jetzt habt ihr quasi, habe ich euch das Endgame gezeigt. Und das Spiel endet. Zack. Das wäre quasi, wenn man alle Level komplett gemacht hat. Also ich habe jetzt nur 3 Level gezeigt von den ganzen. Diese Rakete kommt nur ein einziges Mal. Also es ist jetzt nicht so, dass die ständig. Saniertes Ödland. Wunderbar. Haben wir alles geschafft. Die Otter bleiben zurück. Das stimmt. Jetzt sehen wir hier noch die Rakete. Wie sie von dann fliegt? Nee. Manchmal sieht man die auch noch. Ich weiß nicht, warum man das jetzt nicht macht. Und manchmal sieht man auch, wie sie hier so hochfliegen und dann an der Seite vorbei. So. Dann würde ich sagen, habt ihr mal einiges gesehen vom aktuellen Stand von Terra Nil? Also wie gesagt, hat man vielleicht gemerkt, ich habe so gern gespielt. Ich warte täglich auf neue Missionen. Bin hier jetzt schon 3-4 Mal durch. Und auf neue Kontinente. Terra Nil, bitte, give me more.